wie du sicher und richtig auf dem Rennrad bremsen kannst und welche Athletikübungen dir dabei helfen, bei hohen Bremskräften die Ruhe zu bewahren bzw. sicher zu bleiben. Darum soll es in diesem Video gehen. Ich begrüße dich und freue mich, dass du reingeklickt hast und wir starten auch gleich mit den Übungen. Und zwar geht es mir heute in diesem Video um die Handkraft. Die Handkraft brauchst du, um besser dosieren zu können. Stell dir vor, wenn du immer 100% oder bei einer starken Bremsung 100% reingreifen musst, dann kannst du auch nicht mehr dosieren. Wenn 60, 70, 80% der Handkraft reichen, dann kannst du natürlich da noch Varianz aufbauen. Es geht um die Schulterkraft und Schulterstabilität und es geht um die Ableitung über die Hüfte auf die Pedale. Ganz, ganz wichtig bei der Rennradtechnik oder bei der Fahrtechnik, dass du dein Rennrad über die Hüfte und über die Beine immer unter Kontrolle hast. Wenn du da hinkommst, bei der starken Bremsung nur noch mit den Armen zu agieren oder nur noch auf den Armen die Kontrolle zu haben, dann verlierst du bzw. verlierst du sehr, sehr viel Kontrolle und bist sehr, sehr limitiert in der Bikeführung. Dazu starten wir jetzt mit der Handkraft. Für die Handkraft gibt es eine ganz, ganz, ganz simple Übung, die du fast überall umsetzen kannst. Und zwar ist das einfach das Hängen an einer Stange. Ich zeige das jetzt hier im Rack. Das kann auch einfach eine Klimmzugstange sein, die man zu Hause hat oder auch mal in einem Trainingspark oder eine Leichtathletikhalle und so weiter kannst du das umsetzen. Für den Hang starte einfach mit einer Zeit, die dir am Anfang möglich ist, sagen wir mal 10 Sekunden. Wenn du dann spürst, okay, die Hände werden müde, dann machst du eine Pause, lockerst die Hände ein bisschen, gehst ein bisschen in die Bewegung rein, dass sich das alles wieder löst und sei unbesorgt. Es ist am Anfang sehr, sehr unangenehm. Ich kenne wenig Athleten, die bei mir gestartet haben, die gesagt haben, ja, Mol, das stört mich überhaupt nicht. Die Hand ist es nicht mehr gewohnt, hart zu arbeiten und dementsprechend muss sie sich auch da wieder dran gewöhnen. Das ist der Einstieg, der zweiarmige Hang. Wenn das dann nachher sehr, sehr gut geht, kann man auch auf eine Hand übergehen. Das ist dann aber allerdings schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Bevor du das machst, auf einen Arm gehen, würde ich dir noch empfehlen, einen sogenannten Loaded Carry zu machen, ein Farmer Walk, wo du zum Beispiel wie hier mit zwei Kettlebell diese einfach links und rechts in die Hand nimmst. Das Gewicht darf hier auch so sein, dass es die Hände wirklich fordert. Und dann gehst du einfach, wenn du jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio Platz hast, gehst du einfach eine Strecke von 10 Meter, wenn das möglich ist, oder auch 5 Meter, drehst dann wieder rum, läufst hin und her und machst das so lange, bis die Hände wirklich müde sind. Und dann kannst du die Gewichte abstellen, auch dann wieder die Hände lockern und das mehrfach ausführen. Je nachdem, wie dein Trainingsplan aufgebaut ist, nimm dir ruhig 5 bis 10 Minuten Zeit, um die Hände zu trainieren. Eben unangenehm, aber sehr, sehr wichtig. Es wird dir dann nachher beim Bremsen zugutekommen, wenn du eben besser dosieren kannst. Okay, ehe ich es vergesse, wenn du wirklich schneller laufen möchtest und schneller Radfahren möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Freebie. Dort kannst du dich anmelden und bekommst von mir kostenfrei verschiedenste Übungen, die dir mehr Power in das Intervalltraining bringen, die dir helfen beim schneller Laufen, die dir helfen, schmerzfrei mit dem Rad bergauf fahren zu können und viele, viele Vorteile mehr. Das ist ein Dankeschön an dich, dass du das Video bis hierher geschaut hast, dass dir meine Inhalte gefallen. Klick den Link unten an und melde dich eben, wie gesagt, kostenfrei an. Das zweite Thema, was ich heute in diesem Video durchgehen möchte, ist die Schulterstabilität. Und zwar zeige ich dir jetzt zwei Übungen. Das ist einmal eine Übung an den Ringen. Das lässt sich auch im TRX umsetzen. Und das zweite ist eine Variante vom Liegestütz. Da gibt es eine Besonderheit, die ich dir dann gerade erklären möchte. Wenn du mit den Ringen trainierst, gibt es sozusagen auch eine Variante der Liegestütz. Du gehst hier in den Liegestütz rein, stützt dich einmal nach unten, gehst dann wieder nach oben und jetzt wird es wichtig, du drehst die Ringe nach außen und schiebst die Schulterblätter nach vorn. Du machst im Prinzip, ich sage das jetzt mal von der Seite, einen kleinen Buckel. Das heißt, du drückst dich raus und dann hier in dem Moment schiebst du wirklich die Schulterblätter nach vorn. Dasselbe bei der Liegestütz. Du gehst in der Liegestütz, in der klassischen Variante nach unten und schiebst dich jetzt aber richtig rund und schiebst hier die Schulterblätter schön raus und drückst die Hände ganz fest in den Boden. Warum? Wenn du auf dem Rennrad sitzt, hast du genau diese Position. Du bist in der Brustwirbelsäule nach vorne geneigt, du bist nicht gerade, sondern nach vorne geneigt. Und wenn du bremst, kommt das Gewicht von hinten und du musst die Kraft haben,
dich gegen den Lenker zu stützen. Und dafür brauchst du unbedingt den Serratus. Das ist ein Muskel, der hier unten das Schulterblatt schön an den Brustkorb fixiert und dir die Kraft gibt. Wenn das nicht da ist, verdreht sich deine Schulter und du hängst sozusagen mit deinem Schwerpunkt hier vorne in der Brustmuskulatur und stützt dich auf dem Lenker ab, anstatt den Lenker von dir wegzudrücken und den Schwerpunkt am Rad hinten zu halten. Und dann bist du im Prinzip ja limitiert, was das Steuern vom Rad angeht. Ja? Auf dem Lenker ist es schwerer zu steuern, als wenn du dich dagegen stützt und hier mit der Schulter dosieren kannst. Und das ist auch die nächste Übung für die Schulter, die ich dir empfehle. Und zwar kannst du das mit einer Langhantel trainieren. Wenn du im Trainingsstudio die Möglichkeit hast, die Langhantel auf dem Reck zu positionieren, legst du die Hantel ab, belädst sie mit Gewicht, so dass es auch anstrengend ist, ja, dass du da auch wirklich eine Arbeit hast. Dann beugst du dich mit dem Gewicht nach vorne, ich zeige das hier von der Seite, beugst du dich nach vorne und ziehst das Gewicht zum Bauch ran. Ja. Warum diese Übung? Du trainierst und stabilisierst hier auch deine Schulterblätter und durch diese stabile und vorgebeugte Position leitest du die Kraft hier über die Hüfte ab, quasi ans Pedal. Und das ist auch das, was du beim Bremsen brauchst. Du stößt dich gegen den Lenker und musst die Kraft über den Hüfte auf die Pedale ableiten. Weil das Rad ist immer sehr, sehr wichtig, dass du den Schwerpunkt, die Kontrolle auf der Pedale und im Körperzentrum behältst und nicht auf dem Lenker. Ja? Das ist der zweite wichtige Arbeitsbaustein, die Schulter, also eben dieser Push-Out oder dieses Rausschieben der Schulterblätter, wenn du das hast, mit den Ringen, noch den sogenannten Ring-Turnout, dass du hier rausgehst und richtig schön schiebst. Und dann das vorgebeugte Rudern mit der Langhantel. Kannst du natürlich auch, wenn du zu Hause Kurzhanteln oder Kettlebells hast, genauso auch mit Kettlebells ausführen. Entweder synchron oder dann sogar wechselseitig, um hier noch ein bisschen die Komponente der wechselseitigen Belastung, wie sie auch beim Steuern, beim Lenken dabei ist, mit drin zu haben. Okay, und der letzte ganz, ganz wichtige Trainingspunkt ist die Ableitung über die Hüfte. Neben dem vorgebeugten Rudern kann man hier auch oder solltest du auch die sogenannten Romanian Deadlifts trainieren. Heute hier eben dann in diese Bewegungsmuster reingehst, dass du die Hüfte beugst und streckst und vor allem die ganze rückwärtige Kette aktivierst. Das heißt Wadenmuskulatur, Hamstrings, Rücken und Gesäßmuskulatur. Und das sollte auch die Muskelkette sein, die bei einer starken Bremsung, bei einer vollen Bremsung aktiv wird, dass die Kraft nach hinten abgeleitet wird über Gesäß, Hamstrings, Wade in die Füße läuft und du einen guten Druck auf der Pedale hast und sehr viel Kontrolle über dein Rad behältst. Das sind meine drei Trainingstipps für dich, was die Athletik und die Kraft angeht, um sicher und kraftvoll mit dem Rad bremsen zu können. Ich habe noch ein weiteres Video aufgenommen, wo ich dir das mit dem Bremsen in der Praxis zeige, mit dem Rennrad. Das kannst du hier in dieser Box anklicken und dir anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.